So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Hogwarts Legacy. Weiter geht's mit Poppy. Wollten wir uns noch treffen im Wald, um den Schnatz, oder die, also den Vogel, den Schnatz, ne, zu finden, zu retten vor den Wilderern. Hier sind wir. Immer noch ein Live-Let's Play auf Twitch gestreamt, auf YouTube nachträglich hochgeladen. Ich schaffe das, ich krieg das hin. Ja, wie sieht's aus? Er will sicher helfen. Hi, hallo, ich helfe. Werden wir hier die Zentaurin treffen? Tja, sie wissen nicht, dass wir kommen. Also ist es weniger ein Treffen, als vielmehr eine Überraschung, oder? Hoffen wir, dass Sie Verständnis haben. Wenn Sie von den Schnatzern hören, verstehen Sie, warum wir hier sind und werden helfen wollen. Ich hoffe, du hast recht. Sicher können Sie erkennen, dass wir es ernst meinen. Sie haben etwas so Allwissendes an sich. Fast schon beängstigend. Ich schätze, Sie sind dafür bekannt, quasi allwissend zu sein. Das trifft es auf den Punkt. Ich habe nur... Ach, egal. Was ist denn? Es ist nichts. Wir haben nichts zu verheimlichen. Stimmt. Wir sind einfach ehrlich und sagen Ihnen, was wir vorhaben. Dann müssen Sie uns doch helfen, oder? Ja, natürlich. Du hast vollkommen recht. Wir treffen uns mit Ihnen, erzählen Ihnen von den Schnatzern und es geht sicher alles gut. Was glaubt ihr, was ihr hier macht, Menschen? Bitte! Wir wollten mit euch sprechen. Ah, du willst wohl erzählen können, wie du mit einem Zentauren gesprochen hast, der dir sogar antwortete. Nein, niemals! Wir brauchen einfach eure Hilfe. Genug! Herzukommen war ein großer Fehler von dir, kleine Hexe. Lass sie in Ruhe, Alec. Wir tun Kindern nichts. Das ist nicht unsere Art. Nicht so anmaßend, alter Narr. Ich führe diese Herde an, während du an unserer Art festhältst, schlachten ihresgleichen weiter unbekümmert Wesen wie uns ab! Soweit ich weiß, taten sie nichts dergleichen. Wir werden sie daher gehen lassen. Hör gut zu, Doran. Wenn ich sie je wiedersehe, schlage ich euch allen dreien den Kopf ab. Zum Glück ist er allwissend. Törichte Kinder, wisst ihr, was hier mit Zauberern passiert? Nun, folgt mir, bevor ich... Meine Schnatzer existieren noch und die Wilderer suchen sie! Sie wissen, dass das Mondlicht der Schlüssel zu ihnen ist, aber sie verstehen es nicht ganz, noch nicht. Bitte helft uns, die Schnatzer vor den Wilderern zu finden. Kann es sein? Ist es möglich? Im Süden ist eine Höhle, in der sich das befindet, was die Wilderer suchen. Ein Mondstein. Holt ihn und legt ihn in den Steinkreis im Wald. Ich hingegen... muss zu meiner Herde. Kommt zu mir, wenn ihr fertig seid. Oh, cool. Ich verstehe das nicht. Also geht es bei dem Mondlicht im Notizbuch gar nicht um echtes Mondlicht, sondern um einen Mondstein? Was haben Mondsteine mit Schnatzern zu tun? Und warum war er sich so sicher, wo wir einen finden könnten? Wie ich so selbstzufrieden grinse. Ich weiß nicht, wovon du redest, aber ich habe vorhin von den Pilzen gegessen, da drüben. Etwa so habe ich gerade reingeguckt. Also. Sind Mondsteine nicht überall? Warum einen aus einer Höhle holen? So wie ich Zentauren kenne, meint er wohl einen bestimmten Mondstein. Wir verstehen es sicher, wenn wir ihn sehen. Okay. Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube ihm. Immerhin ist er ja ein Zentaur. Du hast recht. Es ist schade, dass er so schnell verschwunden ist. Wie hieß er? Doran? So nannte ihn der Anführer der Herde. Wenn Doran mehr weiß als wir, sollten wir gleich etwas unternehmen und später nachfragen.
Ich gehe in die Bibliothek und suche Hinweise zu dieser Höhle. Ich melde mich, wenn ich was finde. Echt jetzt? Das war's wieder mit der Questline? Von Poppy kriege ich die Krise, ne? Da muss ich einfach direkt mal wieder was trinken. Da kriege ich also... Von Poppy, also... Poppy nervt mich ein bisschen. Nur ganz wenig. Poppy. Können wir nicht direkt den Mondstein holen? I don't get it. Auf geht's nach Hogsmeade. Ich will, dass mein Pummeluff sich weiterentwickelt. Ah, nee, falsches Spiel. Gut. Dann halt Nettie, die sich rausgeschlichen hat. So weitergeht, kriege ich ein furchtbares Ende. Komm. Bist du bereit, Harlow zu erledigen? Ja, klar. Schwarzen Magier töten. Ich bin bereit, Harlow zu Fall zu bringen. Ich weiß, du hast einen Plan. Wir benötigen Informationen von Mr. Bickles Freunden, von denen Archie und Mrs. Bickle sprachen. Agabus Filbert, Otto Dibble, sowie Mr. und Mrs. Rape. Na gut. Am besten sprichst du mit ihnen. Ich gehe zum Eberkopf. Ein paar Erschwinderinnen waren dorthin unterwegs. Und da meine Mutter nie in die Nähe des Eberkopfs gehen würde, erfährt sie so weniger von meinen Aktivitäten, als wenn ich durchs Dorf streife und die Bewohner befrage. Wo kann ich seine Freunde finden? Bei Mr. Rape bin ich nicht sicher, aber seine Frau Daisy ist oft in Hogsmeade, genau wie Agabus Filbert. Und Otto Dibble arbeitet bei Besenknechts, also findest du ihn vermutlich dort. Und dann reden wir mit denen. Welche Informationen brauche ich von diesen Leuten? Sie wissen vielleicht, welche Beweise Mr. Bickle gegen Harlow hatte, oder vielleicht haben sie selbst Beweise. Wir müssen herausfinden, was genau sie wissen. Ja, yeah. Okay. Nun gut. Ich werde mit ihnen sprechen. Mal sehen, was ich erfahre. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Wir müssen wissen, wie genau sie von Rookwood und Harlow erpresst werden. Wir treffen uns hier, wenn du sie gesprochen hast. Was? Bis du wieder zurückkommst, kann ich mich hoffentlich etwas freier bewegen. Sei eine Gazelle, beweg dich frei. So. Aber das sind die Freunde von dem... Und die sind hier auf dieser Abschussliste. Von unserem bösen Zauberer. Oder also, der will die weghaben. Mrs. Rape sollte in der Nähe sein. Ja, ich hoffe, also Rape. Da steht halt einfach Rabe. Frau und Herr Rabe. Oh, Isko, was habe ich getan? Daisy Rabe. Mrs. Rape, kann ich mit Ihnen über Theophilus Harlow sprechen? Ich bin mit den Bickles befreundet und versuche, Beweise gegen ihn zu sammeln. Arme Joanna und Archie. Und jetzt hat Harlow auch noch meinen geliebten Isko. Wie meinen Sie das? Warum? Ich bin Wächterin bei Gringotts und mein Mann arbeitet dort als Fluchbrecher. Harlow wollte, dass ich ihm helfe und meine Kollegen dazu nötige, ihm Schätze aus den Gewölben zu geben. Sie haben abgelehnt? Natürlich habe ich abgelehnt. Mehrfach. Ich dachte, sie hätten aufgegeben. Bis eines Abends mein Mann verschwunden war und ein Messer mit einer Notiz in der Tür steckte. Darauf stand, dass ich nur ein paar Tage Bedenkzeit hätte, bei einigen Bankgeschäften mitzuhelfen und dass mein Mann es schätzen würde, wenn ich mich beeile. Aber was Harlow von mir verlangt, das kann ich einfach nicht machen. Und mein lieber Isko zahlt den Preis dafür. Na, Black Javelin, dankeschön für den Stufe 3 Submann. Die fünffache Portion Unterstützung und Dankeschön für 51 Monate, wo du schon dabei bist. Dankeschön, Dankeschön. Warum erpresst Harlow nicht ihren Mann? Iskos Arbeit hat kaum etwas mit den Gewölben zu tun. Er reist für die Bank um die Welt. Er könnte nichts für Harlow tun. Ich dagegen bin täglich in der Bank, was mich offenbar zum perfekten Ziel für Erpressungen macht. Haben Sie Harlow geholfen, seit Ihr Mann entführt wurde? Nein. Ich mache mir große Sorgen um Isko, aber er würde nie wollen, dass ich meine Integrität riskiere.
Außerdem ist er äußerst clever. Deshalb hatte ich gehofft, er wäre inzwischen geflohen. Es beunruhigt mich, dass er das nicht getan hat. Und die Nachricht bedeutet wirklich, dass ihr Mann entführt wurde? Was soll es denn sonst bedeuten? Außerdem waren die Blumen in unserem Garten zertrampelt, als ich nach Hause kam. Es mag albern klingen, aber sie waren Iskos ganzer Stolz. Er hätte so etwas nie zugelassen. Vielen Dank, Mrs. Rabe. Zu wissen, wie weit Harlow gehen wird, ist hilfreich, wenn auch mehr als beunruhigend. Mr. Bickle wollte uns helfen, doch jetzt ist er weg. Was soll ich denn nur tun? Ich tue, was ich kann, um Beweise gegen Harlow zu sammeln, Mrs. Rabe. Also gut, hier ist die Notiz, die ich bekam. Seien Sie bitte vorsichtig und bringen Sie sich nicht in Gefahr. Rabe, wir hoffen, dass Sie noch einmal über unsere Bitte nachgedacht haben. Wir haben eine größere Bedenkzeit. Da steht das Gleiche drauf. Das ist ein gutes Beweisstück. Danke. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Nun zu Mr. Bickles anderen zwei Freunden. Wir versuchen es. Steht halt das Gleiche drauf, was sie eben gesagt hatte. Aber das sind die Beweise, die wir brauchen. Die sind wichtig. Otto Dibble arbeitet bei Besenknechts. Da muss ich... Ich hoffe, er hat es nicht genommen. Vielleicht war es... Mr. Dibble, kann ich Sie sprechen? Es geht um Theophilus Harlow. Über ihn habe ich nichts zu sagen. Kann ich Sie für ein herrliches Halstuch begeistern? Bitte, Sir. Ich möchte helfen. Ich habe mit Mrs. Bickle gesprochen. Sie kennen die Bickles? Na gut, aber wir müssen diskret sein. Mr. Hill darf das nicht hören. Ich kenne Mr. Hill. Er war am Tag des Trollangriffs nett zu mir. Er ist ein guter Mann, aber er würde das mit Harlow nicht verstehen. Es begann vor ein paar Wochen. Ich war mit einer Notiz beschäftigt, als, Sie wissen schon wer, den Laden betrat. Ich versteckte die Notiz hinterm Tresen und bot ihm meine Hilfe an. Er starrte mich kurz an und bat mich, dann nach einer Bestellung zu sehen. Ich ging ins Lager, um nachzusehen, doch die Bestellung existierte gar nicht. Als ich zurückkam, hatte er die Notiz in der Hand. Was stand in der Notiz? Sie war von Rosie Hill, Mr. Hills Tochter. Wissen Sie, wir sind nämlich, nun ja, seit 6 Monaten heimlich verlobt. Wir haben es Mr. Hill noch nicht gesagt. Er erhofft sich mehr für seine Tochter. Harlow wies mich nachdrücklich darauf hin, dass meine Beziehung zu Rosie sowie meine Anstellung hier von meiner Kooperationsbereitschaft abhinge. Um was hat er Sie gebeten? Es ging alles so schnell. In Windeseile nahm er einen sehr teuren Schal vom Tresen, steckte ihn ein und lächelte. Er sagte, meine Lippen sind versiegelt, solange ich meine Freundin ab und zu mit solchen Kostbarkeiten versorgen kann. Bisher konnte ich seine Anfragen immer mit ein wenig kreativer Buchführung ausgleichen. Aber ich kann nicht ewig so weitermachen. Ich habe schreckliche Angst. Ohne Rosie könnte ich nicht leben. Könnten Sie mir mehr über die Nachricht erzählen? So könnte ich sie leichter erkennen, falls ich sie finde. Sie steht auf Rosies speziellem rosa Briefpapier mit ihrem Monogramm RH. Daran würde Mr. Hill erkennen, dass sie echt ist. Okay. Was haben Sie getan, um die Erpressung geheim zu halten? Wie ich schon sagte, kreative Buchführung. Ich habe außerdem versucht, die Kosten mit meinen Ersparnissen zu decken. Aber das Geld wird knapp. Das zeugt natürlich nicht gerade von der Verbesserung meiner Lebensumstände, um Rosie würdig zu sein. Nein, vor allem wird der Vater da gar nicht Freude dran haben. Also, dass der dann überhaupt eine Chance kriegt, dass die zwei heiraten können. Ich glaube, er hätte bessere Chancen gehabt, wenn er es direkt gesagt hätte. Weil, ja... Naja, es ist, wie es ist. Ich traf Mr. Hill am Tag des Trollangriffs. Er war nett zu mir. Sagen Sie es ihm doch einfach. Er ist ein netter Mann. Aber wenn es um Rosie geht, macht er dicht. Er würde das als schweren Verrat ansehen. Ich würde sofort meine Arbeit verlieren und Rosie dazu. Hey. Danke, dass Sie mir das gesagt haben. Ich sammle Beweise, um Harlow zu Fall zu bringen. Ich würde ihn nur zu gern in Azkaban verrotten sehen. Aber passen Sie auf, er ist ein furchtbarer Kerl und unglaublich gefährlich. Was Rosies Brief betrifft, sollten Sie ihn zufällig finden, können Sie ihn sofort vernichten. Ich kenne ihn sowieso auswendig.
Verstanden. Und nun los, Revelio. Ehe Mr. Hill zurückkehrt. Wo war ich? Wir sind auf der richtigen Spur. Ein Freund von Mr. Bickles fehlt noch. Stellt sich halt nur die Frage, wenn wir diesen Brief finden, ob ich ihn dann wirklich vernichte oder ob wir ihn als Beweislast brauchen. Das Problem ist aber, wenn wir den brauchen, dann verraten wir ihn jetzt. Agabus Filbert muss hier irgendwo sein. Guten Tag. Verzeihung, Mr. Filbert. Ich würde gerne mit Ihnen über Ihren Umgang mit Theophilus Harlow sprechen. Ich hoffe, dass ich Mrs. Bickle beruhigen kann, indem ich Beweise gegen ihn sammle. Schrecklich, was Bickle geschehen ist. Er wollte, dass ich gegen Harlow aussage, nachdem dieser mir Gewalt angetan hatte. Aber ich fürchtete Harlows Rache und habe mich geweigert. Wenn Sie gegen ihn ausgesagt hätten, wie Mr. Bickle es wollte, wäre Harlow vielleicht schon weggesperrt. Vielleicht. Aber vielleicht wäre mir dann etwas Ähnliches widerfahren. Sie sagten, dass Harlow eine Gewalttat gegen Sie begangen hat. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Bevor meine wundervolle Frau und Arzibella verstarb, hat sie einen kleinen Gedichtband fertiggestellt. Als Überraschung zu ihrem Geburtstag, den sie nie feiern konnte, ließ ich das Buch binden und mit echtem Gold verzieren. Eines Tages kam Harlow zu mir. Ich hatte mich zuvor öffentlich gegen Rookwood und seine Neandertalerbande ausgesprochen. Bevor ich mich versah, war ich versteinert. Und Harlow durchsuchte mein Heim. Er fand das Gedichtbuch mit den herrlichen Goldverzierungen. Hilflos lag ich dort auf meiner Schwelle und sah zu, wie er mit dem Buch davonging, lachend. Ich war tief erschüttert, bin es immer noch. Sie fürchten sicher, dass Harlow erneut Vergeltung übt. Aber dürfte ich diese Information an Officer Singer weitergeben? Ach, ich habe wohl keine Wahl. Diese Erpressungen können nicht ewig weitergehen. Erzählen Sie meine Geschichte allen, die helfen können. Okay. Harlow mag Hallo, es Humor. Nicht, wenn Leute reden. Aber das ist dir bekannt. Ich habe mit Mr. Bickles Freunden gesprochen. Jetzt muss ich Natty finden. Revelio. So, ich beklaue ihn jetzt auch mal. Das gehört zum guten Ton hier in diesem Dörfchen. Ich dachte mir, wenn ich schon hier stehe, dann kann ich es gleich mitnehmen. Also müssen wir Natty informieren. Und ich nehme an, dass sie uns dann auch gleich auf die Suche machen können, weil... Oder die Information gleich weitergeben können. Oder eher. Obwohl wir natürlich diese Notiz noch nicht haben. Wäre schon gut, wenn wir das noch vernichten könnten. Und halt Hogwarts von hier aus sieht, das ist so schön. Das ist ja unglaublich. Natty ist sonst nie zu spät. Sie wollte in den Eberkopf. Vielleicht ist sie ja dort. Natty muss hier irgendwo sein. Revelio. Ja, vielleicht hinten raus. Vielleicht hier unten. Was? Nattys Zauberstab. Sie kann ohne ihn zaubern. Sie wollte, dass ich ihn finde. Also steckt sie in Schwierigkeiten. Revelio wird mir zeigen, wo sie ist. Das hat sie mir gesagt, als wir mit ihr geredet hatten, Revelio. Über da, wo sie ursprünglich herkommt, die Zauberschule, die sie vorher besucht hatte. Die zaubern da ohne Zauberstab. Was ja auch geht. Das heißt, sie braucht den nicht. Sie kann auch ohne. Neugierige kleine Schüler kriegen, was sie verdienen.
Nati muss hier vorbeigekommen sein. Ich muss sie... Die Fußabdrücke führen in diesen Raum. Es muss noch einen Weg geben. Akio! Rivelio! Akio! Ich ziehe einfach mal beide nach vorne. Ich gehe davon aus, dass es das dann öffnet. Eine Geheimtür. Rivelio. Nati muss hier vorbeigekommen sein. Ich muss sie schnell finden. Ich sollte unentdeckt bleiben. Optional. Finde Ottos Liebesbrief. Dichtband. Okay. Ja, sie ist nicht alleine. Rivelio! Ich bin doch da. Rookwood belohnt uns für unsere Treue. Keine Sorge. Nach unserem kleinen Zug aus Lorehoff in neue Waren. Hey! Okay. Petrificus Totalus! Die Idee ist, dass wir zuerst kurz versuchen, ohne dass man mich sieht, mir durchzuschleichen und möglichst viel mitzunehmen. Immer nur Mi. Überall nur Mi. Rivelio. Okay. Sie hier. Haltet Ausschau nach ihrem Freund, wenn er dumm genug ist, hierher zu kommen. Brockboro ist immer eine Schatzgrube. Er muss da weg, der Blödmann. Die Säcke auffüllen. Meiner Meinung nach. Rivelio, aus. Rivelio. Accio. Wingardium Leviosa. Okay, er hat mich gehört, ist runtergerannt und jetzt wieder weggerannt. Jetzt gucken, ob ich hier noch die Sachen... Rivelio. Schade eigentlich, wenn er hier geblieben wäre, hätte ich ihn direkt versteinern können. Mal betäuben. Ich werde die schon noch töten, aber zuerst mal. Wir sollten noch mal mit ihr reden. Vielleicht kann sie uns sagen, wo wir ihren Freund finden. Sie schweigt hartnäckig. Der Boss kümmert sich um sie, wenn er da ist. Oh, Nati. Bist du tapfer? Schlösser und Wachen stoppen mich nicht. Petrificus Totalus. Schau mal nach oben. Oh.
Benedicus Totalus. Das war der Bossgegner hier. Als ob ich die jetzt einfach so versteinert habe. Genauer hinsehen. Nur um sicher zu sein. Revelio. Moment, ich habe eine Idee. Die ist witzig. Ich kann ihn ja nicht mit einem Hit killen. Also wir machen das hier. Jetzt machen das hier. Nehmen ihn. Jetzt. Nehmen das gegen ihn. Wir schmeißen dem einfach alles entgegen, was wir hier haben. Expulso! Nein, nix da. Expulso. Levioso, Defendo, Garcio, Confringo. Expulso! Expulso! Arresto Momento. Bombarda! Okay, das ist tough. Expelliarmus! Revelio! So, warte mal schnell. Müssen wir jetzt nicht hier überall... Du bist mir lieb, wie man... Wie eine... Regen singt, etc. etc. Okay, das ist die... Das Buch mit Gedichten, das Agabus Filbert gestohlen wurde. Er wird sich sicher darüber freuen. Ah, das ist das, was wir nicht vernichten sollten. Genau, das mit dem goldenen Rand. Alright. Aber wo ist das andere denn? Also hier haben wir schöne Sachen. Das ist wahrscheinlich hier oben. Mein lieber Otto, oh ja, rosa Papierchen. Voller Zärtlichkeit, deine Rosi. Rosis Liebesbrief an Otto Dibble. Er wollte, dass ich ihn vernichte, wenn ich ihn finde. Ja, ich würde sagen, das machen wir mal. Ich meine, er war ja immerhin hilfreich, ne? Muss ich nur kurz gucken. Viele Zusammenfassung, nein. Quidditch-Verletzungen. Rosis Brief. Ja, und wie mache ich den kaputt? Geht wohl nicht, hä? Gut. Natti muss hier irgendwo sein. Du hast uns gefunden. Revelio. Ich wusste, du verstehst die Sache mit dem Zauberstab. Alohomora. Sprich mit Mr. Ray. Ich hatte da was leuchten sehen. Ich dachte mir, das mache ich jetzt auf. Hier drüben. Ich brauche Hilfe. Mr. Rabe. Daisy sagte, sie wurden entführt. Sie kennen meine Frau? Wie geht es ihr? Sie macht sich Sorgen. Geht es Ihnen gut? Mir geht es gut. Danke, dass Sie hier sind. Diese Schlösser sind verflucht. Aber auf den Zähnen liegt ein Anti-Apparieren-Zauber. Selbst Natti kann uns hier nicht befreien. Finden Sie meinen Zauberstab. Mr. Rabe, ich habe Ihren Zauberstab. Schön. Ich wusste, er ist in der Nähe. Treten Sie lieber zurück. Man weiß nie, wie ein Fluch reagiert, wenn man ihn bricht. Ja, und jetzt Natti noch.
Meister Esko. Gern geschehen. Ich danke vielmals. Ihr Mut hat uns das Leben gerettet. Deine Frau? Ich bin wohl zu schwach, um mit ihnen zu disapparieren. Doch ich versuche es. Geh schon vor. Finde Officer Singer. Rebellion. Wir kommen hier allein raus. Nun gut. Aber seien Sie vorsichtig. Vielen Dank. Sei kampfbereit. Diese Erschwinderin müssen bezahlen. Ja. Das war, Er sieht sehr jung aus. Seine Frau war relativ, also mittelalt. Naja, alt, in Anführungszeichen. Was haben die für einen Altersunterschied? Oder? Chat, seine Frau sah ein bisschen älter aus als er jetzt. Also so, keine Ahnung, 10, 15 Jahre oder so. Ja gut, wenn sie glücklich sind, mische ich mich nicht ein. Und erledigen Harlow, ein für alle Mal. Das Ding ist nur, ich habe mit jemand Älterem gerechnet. War ein bisschen erstaunt, dass da jetzt jemand steht, der, keine Ahnung, deutlich jünger ist. Jojo, was? Sugar Mommy. Ja. Not sei Onai. Ich hätte es wissen müssen. Und sie, der Trollschrecken. Ein Glück, dass sie beide sicher sind. Isco Rape sagte, ihn hätten Schüler gerettet. Ich hätte wissen müssen, dass sie das waren. Geht es Mr. Rape gut? Ja. Er ist jetzt zu Hause bei seiner Frau. Miss Onai. Ihrer Mutter wird gar nicht gefallen, dass sie diese Männer noch immer verfolgen und sich dabei in Gefahr bringen. Officer Singer. Natty und ich haben erfahren, dass Erschwinderinnen mehrere Einwohner von Hogsmeade bedroht haben. Rookwood und Harlow haben nicht nur Mr. Rape entführt, um seine Frau zu erpressen, sondern auch Natty. Agabus Filbert und Otto Dibble haben sie ausgenommen. Ach, ich werde das alles untersuchen. Was sie beide anbelangt, ich bin ihnen dankbar für ihre Hilfe, aber das ist alles äußerst riskant. Bitte überlassen Sie die Erschwinderinnen in Zukunft den Behörden. Ja, aber die Behörden waren keine große Hilfe, sorry. Bei allem Respekt, Officer. Die Behörden haben da nicht viel unternommen. Eine Organisation wie die Erschwinderinnen zur Strecke zu bringen, erfordert mehr, als aufgrund einiger Anschuldigungen ihr Versteck zu stürmen. Sie müssen die Angelegenheiten uns überlassen. Das steht doch nicht zur Diskussion. Natsai, Sie möchten sicher mit Ihrer Mutter sprechen, bevor ich es tue. Meiner Mutter wird das nicht gefallen. Danke, dass du mich gerettet hast. Wir reden später. Ist da jemand sauer geworden, weil er seinen Job nicht gemacht hat und dafür kritisiert wurde? Ah, ja. Ganz genau. Das Vielsaft-Komplott. Aha. Ja, dann würde ich sagen, jetzt geht's ab nach Hogwarts. Let's go. Ja, ich gehöre jetzt hier zu denen. Ja, das ist nicht unwahrscheinlich. Revelio. Ich streichle ein Motorboot. Also. Warte, ich renne in die falsche Richtung. Ich muss runter. Ich weiß immer noch nicht, wie ich da hochkomme. Hallo, Homora. Ich bin schon locker 15 Mal dran vorbeigelaufen und habe immer gedacht, wie komme ich denn da hoch? Revelio. Wie komme ich denn da hoch? Tja, jetzt haben wir es.
Wiki-Spiele für Klassenzimmer. Okay. Das ist er, der hier immer wieder so den Unterricht so spieletechnisch organisiert, was übrigens eine mega gute Methode ist, jemandem, oh lol, jemandem die Sachen beizubringen. Weil durch Lernen, also durch Spielen, lernt man viel besser. Alohomora. Einer der Gründe, warum Kinder spielen oder Menschen im Allgemeinen spielen. Bling. So. Loot, weil ich ja nicht genug Loot habe. Mir ist gerade eingefallen, eigentlich müsste ich ja noch kurz verkaufen gehen, oder? Mein Inventar ist sicher wieder zu bersten faul hier. Es geht. Ich bin ungeduldig, egal. Da unten steht da die Lehrperson. So. Vielleicht laufen wir irgendwann noch vorbei. Wäre fast klüger gewesen, wenn ich jetzt vorher noch schnell in Hogsmeade die Sachen verkauft hätte, aber da habe ich die Sachen nicht mehr dran gedacht. Professor Fig, ich kenne jetzt den Ort der nächsten Prüfung. Hat sich etwas geändert? Lodgok und ich haben erfahren, dass die Kobolde nach einem weiteren Behältnis suchen. Wie dem auf Schloss Rookwood. Außerdem bauen sie riesige Bohrer, die ihnen bei ihrer Suche helfen sollen. Professor Fitzgerald sah sehr besorgt aus. Verstehe. Ranrock weiß offensichtlich mehr als gedacht. Und Sir, da ist noch etwas. Lodgok kannte Miriam. Er kannte Miriam? Sie sind sich auf Schloss Rookwood begegnet. Sie hat dort geforscht und den Behälter mit dem Portschlüssel gefunden. Er mochte sie so sehr, dass er sie damit gehen ließ. Entgegen Ranrocks Befehl. Da fehlen mir die Worte. Sie konnte wirklich sehr überzeugend sein. Darüber muss ich mehr wissen. Ich würde sogar gerne mit Lodgok direkt sprechen, aber jetzt ist keine Zeit dafür. Wo ist die nächste Prüfung? Ob Sie es glauben oder nicht. Im Büro des Schulleiters. Unglaublich. Nun gut, Sie brauchen das Passwort, um am steinernen Wasserspeier vorbeizukommen. Der Hauself des Schulleiters kennt es. Ich kenne den Hauselfen des Schulleiters nicht. Wird er überhaupt mit mir sprechen? Er ist sicher sehr loyal. Das ist er. Sie müssen sich verkleiden. Ich habe genau das Richtige. Einen Vielsafttrank. Damit gleichen Sie Professor Black bis aufs Haar. Aber braucht man für den Vielsafttrank nicht etwas von der jeweiligen Person? Und dauert er nicht ewig? Ganz recht. Woher haben Sie den Vielsafttrank, um sich in Professor Black zu verwandeln? Man weiß nie, wann man so etwas gebrauchen kann. Sagen wir einfach, ich hatte nach meiner erfolglosen Reise zum Ministerium das Bedürfnis, auf alles vorbereitet zu sein. So, die Zeit drängt. Trinken Sie, dann erkläre ich Ihnen alles Weitere. Ah, cool, ja. Hermine hat einen Monat gebraucht oder so, oder zwei, ich weiß gar nicht. Weiß es gar nicht mehr. Wie cool. Wie fühlen Sie sich? Oh, unglaublich. Den Geschmack vergesse ich nicht so schnell. Wie klinge ich? Überzeugend. Ich habe Ihre Gewänder noch etwas angepasst. Wie schon erwähnt, benötigen Sie das Passwort von Scrope. Der könnte überall im Schloss sein. Suchen Sie am besten nach Professor Kogawa. Sie liegt dem armen elfigen Quidditch in den Ohren, da sie hofft, er könne Black davon überzeugen, seine Meinung zu ändern. Bislang ohne Erfolg. Verstehe. Und was, wenn Professor Black mich sieht? Überlassen Sie das mir. Ich sage ihm, dass wir in Hogsmeade eine Kontaktperson des Ministeriums treffen sollen. Das verschafft Ihnen ausreichend Zeit. Danke, Professor. Wir sehen uns bestimmt in der Kartenkammer. Dankbarkeit aus Professor Blacks Mund zu hören, ist ungewöhnlich. Wir sehen uns dort. Ich muss den Hauselfen des Schulleiters finden. Hm.
Professor, hätten Sie einen Moment Zeit? Professor, ich hatte gehofft, Sie zu erwischen. Oh, ich habe zu tun, Professor Sharp. Viel zu tun. Natürlich, Sir, aber Sie hatten mich nach einem bestimmten Trank gefragt und ich, nun ja. Was? Ach ja, nun, heraus damit, Sharp. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wir sollten das wohl besser nicht hier besprechen, Sir. Ach ja? Warum können wir hier nicht über Tränke reden? Scheint mir in Ordnung. Nun gut, ich habe Ihren Heiltrank gegen Furunkel gebraut. Ich bringe ihn bei Gelegenheit vorbei. Sicher, ja. Kein Grund zur Geheimniskrämerei. Schicken Sie einfach einen Schüler damit los. Einen Schüler? Sicher, Sir. Wie Sie meinen. Das tue ich. Und danke, Sharp. Hoffentlich haben Sie auch genug für mich gebraut. Nun geht es darum, welcher Schüler diese unrühmliche Aufgabe erhält. Hallo! Ich meine, aus dem Weg, Kinder! Ah, herrlich. Kauen mit offenem Mund? Wo sind Ihre Manieren? Warte mal schnell, könnte ich jetzt nicht theoretisch mit Al noch kurz quatschen gehen? Ich dachte, ich hätte den Schulleiter gehört. Gareth, Mr. Weasley, was machen Sie hier? Müssten Sie nicht, irgendwo sein? Ach, Professor, ja natürlich. Es gibt viele Orte, an denen ich momentan lieber wäre. Brauchen Sie etwas von mir? Ich suche meinen Hauselfen. Haben Sie ihn gesehen? Ah, das einohrige Kerlchen. Ich habe ihn vor ein paar Minuten auf dem Weg zur großen Halle gesehen. Schwärmte von Ihrem, guten Benehmen, Sir. Ich habe Sie im Auge, Mr. Weasley. Laut Mr. Redding vom Honigtopf sind kürzlich einige seiner Billywick-Stacheln verschwunden. Eine ausgezeichnete Trankzutat. Und ich weiß, Sie haben für Tränke durchaus was übrig. Was? Aber Sir, ich war noch nicht mal in der Nähe vom Honigtopf. Ich... Pah! Schluss damit! Seien Sie versichert, meine Augen und Ohren sind überall. Weitergehen, Mr. Weasley. Das ist mal was für mein Tagebuch. Hatten wir nicht unten noch jemanden? Ich brenne jetzt einfach schnell hier ein bisschen rum, ne? Dummkopf! London, unsere Familie seit 5 Generationen. Und du gibst mir Kleider? Jetzt ich kochen! Habe ich gerade jemand zusammengeschissen? Und wahrscheinlich ist es gewollt, dass ich den Weg normal gehe und treffe dann da Leute. Ja? Also warte kurz, dann schaue ich aber nochmal schnell hier. Nee, okay. Weiter geht's. Eigentlich total schön verziert, ne? Mit dem Schnee und so. Oh. Im Augenblick habe ich keine Zeit für Sie. Rein gar keine Zeit. Aus dem Weg! Professor Black, wie geht es Ihnen, Sir? Mr. Gaunt, wo wollen Sie denn hin? Verzeihung, Sir. Ich war nur auf dem Weg nach draußen. Sie nehmen sich den Tag frei, was? Typisch Schüler, vergeuden immer so viel Zeit. Ich muss einen Aufsatz über Diptam und seine Verwendung schreiben und wollte zum Gewächshaus. Ah ja, gemischt mit Bubotubler-Eiter ergibt es eine feine Schnurrbartpaste. Ja, finden Sie nicht auch? Geht es Ihnen gut, Sir? Sie wirken etwas neben sich. Ich bin kerngesund, Gaunt. Wenn ich eine medizinische Diagnose brauche, gehe ich ins St. Mungo Hospital. Mit Professor Black stimmt... Stark und stolz, Reinblüter. Die Zukunft gehört Ihnen. Stark und stolz, Reinblüter. Ja, das verrät schon sehr viel über ihn, ne? Professor, auf ein Wort. Professor Black, wie bereits gesagt, Sie können Ihre Entscheidung zu Quidditch immer noch überdenken. Wir könnten immer noch die Auswahl und eine verkürzte Saison haben. Das wäre besser als gar keine. Aber die Verletzung, Madame Kogawa... Professor, so einige Schüler haben hier schon einen Klatscher an den Kopf bekommen.
Ich behaupte, das hat ihn Vernunft eingebläut. Und ihnen geht's gut. Dass es jemand Reinblütiges war, nun ja, das ist noch lange kein Grund... So ein Unsinn, die Gesundheit von Schülern wegen eines albernen Spiels zu riskieren. Ein albernes Spiel? Ich... manchmal sind sie wirklich unmöglich. Sir, ich würde nur zu gern an die Abteilung für magische Spiele und Sportarten schreiben. Bitte tun Sie das. Gute Idee. Ich kann Ihnen auch Pergament geben, falls nötig. Wo ist mein Elf? Ich... Pergament? Gut, das werde ich mit Vergnügen. Und ich habe Scrope in der großen Halle entdeckt. Er scheint mich zu meiden. Hm, warum wohl? Guten Tag, Madame Kogawa. Es ist herrlich, mal einen Arschloch zu spielen. Womit haben wir ihn als Schulleiter verdient? Wenn es sein muss, wenden Sie sich an meine Sekretäre oder was auch immer. Und nun aus dem Weg. Allah, einmal gut. Einfach gut. Nach oben. Ich hoffe, ich habe nichts falsch gemacht. Meine Augenfarbe je nach Stimmung ändern. Miss Broom, auf ein Wort. Oh, Professor, das ist ja eine Überraschung. Es heißt übrigens Bloom. Was war noch gleich Ihr Spezialgebiet, Broom? Die ZAGs rücken immer näher. Zauberkunst, Sir. Ungesagte Zauber. Vielleicht lässt mich ja einer verschwinden. Immer dranbleiben, Broom, und Sie werden so unsichtbar wie dieser neue Fünftklässler. Er ist nicht unsichtbar, Sir. Hab ihn bei der Bibliothek gesehen. Hat mir sogar mit meinen, schweren Büchern geholfen. Apropos unsichtbar. Wo ist mein verdammter Hauself? Mit dem Schulleiter scheint irgendwas nicht zu stimmen. Ja, was denn? Wenn ich sehe, was in diesen Hallen als Magie durchgeht, dann, dann trauere ich um die Zukunft unserer Welt. Professor, ich muss Sie wirklich sprechen. Hallo, Professor Black. Ah, Professor Weasley, wie, schön, Sie zu sehen. Sir? Ah, da Sie schon mal da sind, könnten wir, uns über Professor Fig unterhalten? Oh. Also gut. Ich habe mich entschlossen, ihm etwas mehr Spielraum zu lassen. Spielraum, Professor? Ist das wirklich so klug? Ich mache mir Sorgen um seine Schüler. Er ist so selten da. Nun, er kümmert sich für mich um Ministeriumsangelegenheiten. Verstehe. Aber, Sir, ich mache mir Sorgen, weil unser Neuzugang der 5. Klasse so viel Zeit fern des Schlosses verbringt. Angeblich für Professor Fig. Ich habe beunruhigende Gerüchte über diverse Eskapaden gehört. Vom Betreten des verbotenen Waldes bis hin zum Kampf gegen Renrocks Anhänger und Rookwoods Leute. Was? Meine Güte. Sie dürfen nicht alles glauben, Professor. Nein, 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 das dürfen Sie nicht. Ich meine, ich behalte Fig im Auge. Machen Sie einfach so wunderbar weiter wie bisher. Einfach wunderbar. Danke. Aber ich gehe dem gerne mal nach. Gut, gut. Das wäre alles, Weasley. Ich meine Professor Weasley. Guten Tag. Wunderbare Arbeit? Spielraum für Professor Fig? Das sollte Professor Fig Zeit verschaffen. Scrope arbeitet so hart wie jeder andere Hauself auch. Scrope! Ich grüße Sie, Meister. Wie war noch gleich das Passwort für mein Büro? Oh, aber der Meister ließ Scrope schwören, es keinem zu sagen. Nicht mal dem Meister selbst. Ja, einfach so arrogant, wie er reagieren würde. Wie kannst du es wagen, mich in Frage zu stellen? Gleich setzt's was. Ja, Sir. Natürlich, Sir. Scrope bittet um Vergebung. Es ist das Familienmotto der Blacks, Meister. Ja, natürlich. Ich, Der Meister erinnert sich doch sicher?
Ah, doch, warte, die Blacks sind so besessen von Reinblütigkeit. Hier ist etwas mit Stärke, etwas mit meiner Familie, stets reinblütig. Es lautet, stets reinblütig, nicht wahr? Knapp, Meister. Scrope denkt, dass der Meister Scrope testet. Es ist stets reinblütig. Selbstverständlich. Aber auf Französisch, wie der Meister weiß. Ja, natürlich. Ich will, dass du es für mich aussprichst. Der Meister weiß, dass Scropes Französisch hundsmiserabel ist. Na gut. Toujours pur. Ha, danke. Und sprich nie mit mir oder sonst wem über diese Unterredung. Natürlich, Sir. Scrope wird sich bemühen, dem Meister aus dem Weg zu gehen. Oh. Der Vielsafttrank lässt nach. Ich sollte lieber verschwinden. Nein. Achtung, Schüler. Hiermit verfüge ich, dass die große Halle fortan mit den eleganten... Oh. Achso, wir haben uns gerade für Ravenclaw eingestellt. Okay, der Trank hält nicht mehr so lange. Wir müssen uns beeilen. Ich verfüge das. Gerade so geschafft. Der Trank lässt nach. Ja. Rick hatte recht. Es hat wirklich geklappt. Und nun mit dem Passwort zum Wasserspeier. Das Ding. Ja, doch, sieht super aus, oder? So, kommen jetzt noch Nachrichten rein für die Nebenmission? Also, wo war das nochmal? Hier oben, ne? Das muss hier... nein, war da hier hin? Aus, dahin. Du hast maßgeblich zu Duncans Ruf beigetragen. Ich habe maßgeblich zu Duncans Ruf beigetragen. Aber wenn alle wissen, dass ich maßgeblich zu Duncans Ruf beigetragen habe, habe ich... Also dann... Weiß ich nicht, ob Duncan da wirklich so von profitiert. Das war fun. Ja, die Black Family, ne? Sirius Black zum Beispiel auch. Mann, muss ich hier weit laufen. Und hoch. Oh, warte schnell. Habe ich das nie gemacht? Nope. Mann, immer schnell. Hallo, Homura. Mir fällt gerade ein, eigentlich müsste ich echt noch ein paar Sachen verkaufen. Oder muss ich nochmal hochlaufen? Ich hab doch eigentlich genug Geld, würde ich fast meinen. Revelio. Mach mir natürlich Sorgen, dass vielleicht noch irgendwas ultra teures kommt. Na, egal. Ich lösche einfach Sachen. Ist in Ordnung. Ich denke, wir haben genug Kohle. Wie viel Platz habe ich denn überhaupt? Ja gut, wir werden schon Zeugs kriegen da. Revelio. Ja,
mal viele große Kisten hin. Egal, hoch geht's. Revelio. Grazio. Revelio. Was machen die später? Der Wasserspeier. Hier muss ich das Passwort sagen. Ja, okay. Ah, ich muss näher ran. Toujours pur. Pur. Ob alle großen Zaubererfamilien Mottos haben? Revelio. Eine sehr gute Frage. Schleifendes Porträt. Uff, überall kann man Sachen. Oh, jo. Alohomora. Ob da rein? Revelio. Ja, okay, ja. Ja, mitnehmen. Ja, das wird nicht reichen, platztechnisch. Aber wie gesagt, wir löschen einfach ein paar grüne Gegenstände. Ist auch wurscht. Ist ja auch wurscht. Alohomora. Verschlossen von der anderen Seite. Wir können es trotzdem knacken. Oha! Das ist ja cool. Da könnten wir aber auch hier rüber retten. Alohomora. Aber muss schon cool sein, Schulleiter dann zu sein hier von der ganzen. Also wird mit des Büros einfach der Hit. Mega. Okay, ja. Komm, wir gehen trotzdem schnell hoch. Revelio. Der Schlüssel der Zulassung. Bezüglich Ihres Briefs vom 20. September, ich werde den Zulassungsprozess für Hogwarts nicht überdenken. Okay, irgendeinen Schlüssel. Schön, Sie zu sehen. Zum Glück hat Professor Fig schnell mitgedacht. Und jetzt? Nähern Sie sich dem Podest im Vorraum und lesen Sie das Buch, das erscheint. Was erwartet mich denn in diesem Buch? Eine Geschichte. Vielleicht erkennen Sie einige Elemente wieder, denn ich wurde von einer Geschichte inspiriert, die viele Zaubererkinder kennen. Ich vermute, es geht um mehr als nur ein Buch zu lesen. Ihre Vermutungen sind richtig. Wir sprechen, wenn Sie fertig sind. Hat der Schulleiter das die ganze Zeit über nicht bemerkt? Kaufbeleg, Haarwasser, Bartwachs und in Promenade. Mit Perl Helmutergriff. Der ausstehende Teil wird vom Ministerium errechnet. Revelio. Okay. Das Ministerium zahlt einfach einen Teil davon, auch nicht schlecht. Das muss das Podest sein.
Wo bin ich? Professor Fitzgerald, hören Sie mich? Ich bin hier. An diesem Ort können Sie mich Neef nennen. Sie werden eine Fabel erleben. Passen Sie auf. Die Dinge sind nicht immer, wie sie scheinen. Gehen Sie schnell und vorsichtig vor. Nutzen Sie unterwegs die Werkzeuge, um mich zu finden. Zuerst brauchen Sie einen Umhang. Interessant. Das machen wir in der nächsten Folge, meine Damen und Herren. Das war ein kleiner Cliffhanger für die nächste Folge, ja? Wenn ihr es auf dem Let's Play Channel guckt, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da und in der nächsten Folge schauen wir uns diese Fabel an. Bin sehr gespannt. Komm ich drauf. Bis zur nächsten Folge.